Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich wollte da gerade ein paar Ampelmänner machen, aber wurde wahrscheinlich von meiner Introduction hier, mein Gott, von meiner Begrüßung abgelenkt oder eingeschüchtert. Und ja, gut, wir sind immer noch hier in der Coil-Region. Wir sind, glaube ich, schon so gut wie fertig hier. Ne? Ich sage das zwar jedes Mal, aber ich glaube, diesmal sogar oder ist sogar hier perfekt. Und ja, wir machen Siedlung genau, das könnte ich hier noch hin. Aber vielleicht nicht, ne? Und ja, ich habe offscreen diese Kämpfe hier gemacht, ne? Wir haben noch hier dieser und ich glaube dieser Kampf hier gefehlt, ne? Gewinne ohne verschluckt zu werden. Das war ehrlich gesagt, er hat mir ein paar Versuche irgendwie gekostet, bis ich irgendwie herausgefunden habe, wie man das macht, und zwar einfach nur, weil nicht jedes Mal, ich habe immer versucht auszuweichen, wenn die versuchen einen zu verschlucken, die gehen immer erst so in den Boden rein, dann verschlucken die, ne? Und bisher konnte ich diesen Angriff noch nie ausweichen und ich habe irgendwie gemerkt, wie man das macht, und zwar ich bin immer nach links und rechts ausgewichen, ne? Wenn die irgendwie rauskommen, ne? So düft, ne? Aber die haben mich trotzdem immer getroffen und irgendwann habe ich dann gesehen, aber die gehen ja immer in die Erde rein und die kommen so auf mich zugerannt, ne? Und während die dann so auf mich zugerannt kommen sind, während die auf mich zu so hingesprungen sind, dann bin ich einfach entgegengerollt. Ich bin also unter denen durchgerollt. Und das, ja, nachdem ich das herausgefunden habe, wie ich dann herausgefunden habe, wie man die ausweicht, war das ein Klacks. Ne? Also, da war easy. So, ja, und diese komischen Vögel, die ich da noch bekämpfen musste, die waren eigentlich relativ easy. Habe ich schon beim ersten Versuch geschafft. Ich durfte nicht betäubt werden von denen hier, ne, von denen hier, da war eigentlich, keine Ahnung, ich habe einfach Yuffie die ganze Zeit gesteuert, habe mit ihr Schuriken auf die geworfen vom Weiten und das war eigentlich ziemlich chill. Ich weiß gar nicht, was für ein Angriff einen da betäubt, aber ich habe ich beim ersten Versuch geschafft, aber relativ chillig. So, gucken wir mal, gehen wir mal hier hin. Wir machen heute die Protosubstanz Quest, Protosubstanz, Protomateria, ich weiß es nicht. Weil die haben wir noch nicht angefangen und das ist eins der wenigen Sachen, die uns neue fehlen. Die anderen Sachen, die uns hier noch fehlen, sind hier die Quest mit, muss ich dazu diesen Häuschen, ich glaube ja, die einzige andere Quest, die uns noch fehlt, sind ja ein paar Kämpfe in Chatleys Kampfsimulator. Da wird irgendwie nicht hier angezeigt, was mich hier verwirrt, ne? Also hier stehen, glaube ich, nur die ganzen Sachen, die man irgendwie so finden muss außerhalb von also das, ja. Ja, aber das ist auch voll schwer, ich damit Fort Condor. Weiß ich, ob ich das schaffe. Aber ich habe doch die Mission geschafft, Mann. Egal. So, ja, dazu fehlt jetzt noch irgendwie, finde ich ja nichts von Chatleys Kampfsimulatoren, aber ich habe da vorhin noch mal nachgeguckt und da sind noch ein paar Kämpfe, die ich machen muss, also ja, machen wir das. Wenn wir Zeit haben, noch irgendwann, ne? Gucken wir mal. So. Das hier sieht sehr verdächtig aus. Eine wundersame Kraft versteckt im Weg. Welche Kreaturen haben hier ihren Bau? Oder sagen wir besser, ihre Festung? Sieht nicht aus, als könnten wir da einfach reinspazieren. Alright, ist sogar Teil von diesem Gespräch. Oh, Vibration. Haben wir Controller. Uff, Jelly. Shinras Datenbank. Der Eintrag zu den sogenannten Chroniken des Gebieters enthält ähnliche Schriftzeichen. Ich versuche ihn zu dekodieren. Sehr interessant. Cloud. Chatley. Wie es aussieht, müsst ihr zuerst einen Kaktorfelsen in der Wüste finden, um diese Tür zu öffnen. Oh Gott, wo war der nochmal? Bitte, was für ein Felsen? Es handelt sich um ein Erzgestein, das einem Kaktus ähnelt. Da Cloud die Tür berührt hat, sollte der Felsen nun grünlich leuchten. Es besteht somit keine Verwechslungsgefahr. Da waren so viele, ne? Außerdem müsste irgendwo bei euch eine kaktusförmige Statue herumliegen, oder? Oh. Genau die. Diese Statue wird euch zu dem Kaktorfelsen führen, der euch wiederum die Tür öffnen kann. Wir müssen uns wohl erst beweisen.
Ich bin sicher, ich danke, dass ich gerade Red mitgenommen habe. Ich habe Red eigentlich in diese Sandwurm-Kampf reingetan, weil ich gedacht habe, der könnte irgendwie, er wird sich irgendwie schnell genug bewegen, um den auszuweichen. Hat aber nicht funktioniert. Die Kaktusstatue weist hier den Weg zum nächsten Kaktusfelsen. Kaktor. Okay, boah, das ist ja wie ein. Jetzt das Spiel nochmal Shadow of the Colossus. Das ist ja auch so ein Schwert, irgendwie so ein Lichtstrahl irgendwie aussendet, ne? Und kann man ja auf der Karte sehen. Ich jetzt auch irgendwie noch nicht erkundet. Ist noch voll grau auf der Karte. Ich werde sowieso ja nochmal über das ganze Gebiet durchrennen, wenn ich hier fertig bin mit Coral, einfach nur um zu gucken, ob ich hier noch irgendwie was finde, ne? Und ja, aber erstmal machen wir weiter da hoch. Also Kaktusfelsen haben wir ja schon gefunden, hier kommt man nicht hin, also ist ja jetzt nicht so ein Problem, glaube ich, ne? Da habe ich schon gewundert, was das mit denen auf sich hat, ne? Aber dann sehen wir ja mal, was hier los ist. Ich hoffe, wir können da mal ein paar normale Kaktoren irgendwie finden. Und das habe ich schon aktiviert, ne? Hoffentlich finde ich da normale Kaktoren. Das sind die einzigen Gegner, die ich nicht analysieren konnte bisher. So, oh, da oben. Oder? Ist er da? Ja, dann geh weg. Ja, er hat genau hier drauf gezeigt. Boah. Müssen wir ja noch richtig suchen hier. Komme ich irgendwo da hoch? Ich habe gesehen, da konnte man gerade mit der Leiter irgendwie. Oder? Das nur wissen, wie genau man reinkommt, ne? Lass mich mal hier hingehen. Ist das hier direkt in der Nähe? Weisen wir den Weg. Oh, da. Perfekt. Wir schon früher machen sollen, ne? Okay. Da. Okay. Hat er echt jetzt was damit zu tun, dass ich ihn dabei habe? Was, wenn ich ihn mitnehme? Okay. Tisch. Oh, meine Statue ist kaputt gegangen. Oh, was seid ihr denn? Orange Kaktoren. Oh, ihr müsst analysiert werden. Orangefarbener nach Kaktoren. Okay, die Flinkaktor weicht den meisten Angriffen einfach aus. Ich bin bereit. Es ist aus. Ja, habe ich schon gedacht. Ah, nichts überstürzt. Hat doch jetzt noch Magie ein, oder? Oh, das tut aber nicht viel. Nein. Auf die 12? Nein, danke. Ja, versuch mal das auszuweichen. Oh, die Musik berühren da. Was soll das denn darstellen? Was weiß ich? Ziemlich stacheliger Job, was? Aber was passiert, wenn Red Dot berührt? Los, weiter geht's. Aber oh, die Musik.
Sie kommt man auch erst viel später, glaube ich, so. Okay, die beiden scheinen irgendwie verbunden mit dieser Quest zu sein. Warum nicht, ne? Ich will noch mal. So, ich muss mal kurz was gucken. Und zwar orangefarbener Kaktor. Sind die auch bei den normalen Kaktoren? Ethikart ist. Was? Euch habe ich auch noch nicht. Nummer 2. Ach, die habe ich, glaube ich, mit Zack damals erledigt, ne? Glaube ich. Mein Kingdom Hearts 3. In Kingdom Hearts 3 konnte man ja auch. Da gab es auch so eine Anspielung an die Kaktoren von Final Fantasy. Da gab es ja auch irgendwie so eine. In der Toy Story Welt, da konnte man auch irgendwie so ein Kaktor Dingen zusammenbauen irgendwie. Weil da waren irgendwie so Bausteine und irgendwie musste man ein Rätsel lösen. Wenn man das Rätsel fertig war, hat man auch so einen riesigen Kaktor irgendwie zusammengebaut. Da sind die Dinger. So, auch kann ich, auch muss ich die Formel machen hier, da reinzukommen. Da. Zum Beispiel hier. Ich sehe nichts. Wow. Mal gucken, was hier so ist. Red springt einfach da runter. Hier runter da. Sehr viele Geräusche. In der normale Kaktoren irgendwo. Ja. Immer doch obern. Jetzt kommen sie wieder alle erst runtergerutscht. Okay, nein, nicht nochmal, nicht nochmal, nein. Die Kaktoren sehen sich als Beschützer der Protosubstanz und das schon seit Generationen. Für sie ist es der Wüstenschatz. Sam. Sie werden ihn unter Einsatz ihres Lebens gegen alle verteidigen, die ihn an sich reißen wollen, bis sein wahrer Besitzer zurückkehrt. Und wer soll das sein? Gute Frage. Es ist ja auch nur eine Legende. Kaktoren, die an irgendwelche Märchen glauben? Also das ist doch mehr als absurd. Wer wagt es, unsere Legenden und Traditionen in den Dreck zu ziehen? Na, könnte auf dem Teppich bleiben. Ist ein Goblin? Ich bin Gobby. Ja. Ein Nachkomme der Goblins. Unsere Völker verbindet ein uralter Pakt. Ich bin also sowas wie der Vorsteher dieser Kaktoren. Der spricht ja. Wenn man was zu sagen hat, muss man sich halt eine Sprache aneignen. Menschen sollten mal von ihrem hohen Ross runterkommen. Jedes Wesen kann sprechen lernen. Da gebe ich dir recht. In der Heiligen Schrift der Kaktoren, den Chroniken des Gebieters, heißt es, wer den Wüstenschatz sucht, muss sich zunächst einer Prüfung unterziehen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr euch auch als würdige Besitzer des Wüstenschatzes erweisen könnt. Okay, wir sind Paus Maul. Und jetzt hat hier ein Rennen oder so. Hier kommt eure Prüfung. Wenn ihr alle Kaktoren innerhalb der vorgegebenen Zeit besiegen könnt, reden wir weiter. Mal sehen. Ich denke, du solltest dich der Herausforderung stellen. Ich? Weiß ich mit diesem Spiel gegen einen armeestachliger Wüstenflitzer. Besiege innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Kaktoren wie möglich. Okay, die Flinkwiese haben verschiedene Eigenschaften und geben unterschiedlich viele Punkte ab. Gott. Dann lasse ich erstmal hier ihr Analyse geben. Damit sie auch hier. Sag bloß, du hast schon genug. Damit sie auch analysieren kann, ne? Weiß nicht, ob das überhaupt wichtig ist. Analyse. Stehen.
Okay. Es ist Prüfungs. Ich hoffe, es ist auch sowieso angenehm, hier zu spielen gegen die Viecher, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn die ganze Zeit ausweichen. Oder ist das ja kein normaler Kampf? Da. Oh, ich kann gar nicht analysieren, alles klar. Wahrscheinlich wieder voll schwieriger, ne? Was ist denn der Bunte da gewesen? Ich spam einfach nur den Angriff die ganze Zeit. Okay, der eine ist aber voll schnell fertig hier, der Bunte. Ja, ziemlich easy gerade. Magikaktor. Ja, warte mal. Also Magie ist gegen die effektiv oder sind resistent gegen Magie? Ist ja da auch als Magieangriff? Ich weiß da gar nicht. Ah, die werden mich ein bisschen aufhalten, habe ich so für. Ne? Oh, nein, 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 nein. Vergessen, ich habe diesen Dreiecken. Okay, sie hat zum Glück so einen guten Angriff, womit man ja viele Gegner treffen kann, ne? Er macht ein bisschen chillig gerade. Was ist das? Alter, geben mehr Zeit, die Dinger. Ja, das ist ein bisschen einfach hier gerade. Obwohl, ich glaube, ich die 2500 erreichen werde. Ja. Was schon da gerade erwischt? Naja, warum halten die so viel aus? Aber. Na komm schon. Ach, wenn ich getroffen wäre, verliere ich Punkte, habe ich gerade gesehen. Ja. Ah, ziehen wir jetzt nicht die Punkte ja noch ab. Zeit abgelaufen. Nein. Ich bin aber nicht getroffen. Ne? Jawohl. Also voll gemacht dann. Okay. Alles abgeschlossen. Und jetzt drückt die Protosubstanz raus. Einen komischen Namen habt ihr euch da ausgedacht? Aber gut, versprochen ist versprochen. Yeah. Okay. Das ist aber nicht das Ding, ne? Das ist der Wüstenschatz. Oder besser gesagt, ein Teil davon. Ein Teil? Ja, klar. Wie meinst du das? Der Wüstenschatz besteht aus mehreren Teilen. Ein jedes versteckt an einem anderen Ort. Ja, klar. Das heißt, wir sind noch nicht fertig, Juffi. Ist noch lange nicht zu Ende. Wir sehen uns also wieder. Da geht er wieder. Charlie. Das Ganze hat eine interessante Wendung genommen. Eine Kaktorenarmee, die ihren Schatz hütet, und ein raffinierter Goblin, der sie befehligt. Dazu ein rätselhafter Sandriese in der Wüste. Ja, was hat's mit denen eigentlich auf sich?
von diesen Mini-Reaktoren gibt es insgesamt? Viele. Sie wurden in der Wüste gebaut, um den Goldsourcer mit Energie zu versorgen. Es benötigt eine große Anzahl, um den enormen Verbrauch zu decken. Doch die Geräusche im Hintergrund. Immer mehr voran. Damit das Land nicht völlig austrocknet, betreibt man die Reaktoren inzwischen abwechselnd. Glanz und Gloria auf der einen Seite, staubige Trockenheit auf der anderen. Inzwischen ist jeder dieser kleinen Reaktoren zu einer Festung umgebaut worden. Um ihren Schatz zu beschützen, wachsen die Kaktoren wirklich über sich hinaus. Mischt man ihren Kaktussaft mit Sand, bekommt man einen sehr starken Kleber. Besser als alles, was Shinra jemals herstellen könnte. Immer so ein kleiner Seitenstich noch gegen Shinra, ne? Bert ist stolz. Bert gibt einen Daumen nach oben mit seinem Gewehr an. Kommt so ein kleiner mechanischer Daumen raus, so kling. Yeah. So. Nein. Ich nehme an, hier bin ich dann fertig, ne? Komplett. Okay. Dann ab zum nächsten. Wo ist er aufgetaucht? Das ist meine Mission da. Okay, hier ist irgendwie. Da kann nicht sein, dass hier nirgendwo was zum Hinteleportieren ist. Ja, von hier aus mal dahin. Ich glaube, da ist unten irgendwo so in der Klippe oder so, ne? So, boah, jetzt muss ich extra den Buggy noch rufen. Beep, beep. Kommt sogar Musik. So, jetzt bloß nicht darunter fallen. Kann ich schon wieder hier teleportieren. So, da ist das Häuschen. Alles klar. Also 20 Minuten für jedes Ding brauchen, ist halt ja nicht so schwierig, ne? Da muss ich nicht erst die Tür berühren? Okay. Weise mir den Weg. Wir sind hier. Was? Weißt du was? Mal bin ich cleverer. Das ist bestimmt nicht hier in der Nähe, ne? Guck mal, also ist sogar noch weiter weg. Jetzt habe ich vorausgeschaut, ja. Ah, guck mal, hier. Da oben. Ja, könnte da oben sein, ne? Gut. Alles klar. Ach, du kannst ja gar nicht hochklettern. Nein. Und da sind also Dinger. Boah. Aber da konnte man gerade, habe ich gesehen. Ne? Na gut, ich weiß einfach nicht, was es mit diesen Posen hier auf sich hat, die Cloud machen musste. Ich will sehen, wie Red das macht. Ich will das ganz unbedingt sehen. Ich immer so magnetisch rangezogen werde. So, da ist er schon, ich sehe ihn schon. Auf zu dem Schotter, Leute. Wir sind schon fast da. Ja. So. Und ja, damit. Ah. Goldene Kaktoren. Da, verdammt, Jupiter jetzt. Ich zähle auf dich. Na gut, wenn es sein muss. Was? So, so passiert da gerade? Ah! Ah! Von ihm der. Ich schmeiß dich da runter. Alter. Ich wusste es.
Ja, Badge, schieß sie ab. Bringen wir es hinter uns. Leute. Dann übernimm. Neuer Versuch. Alter, warum ist das? Warum ist das Ding immer voll, wenn ich zu ihm wechsle? Bonk. Irgendwie ist Red zu schnell für die, aber ich sag, okay. So. Hier mal, ich muss auch wieder berühren, ne? Ja. Na komm, nun mach schon. Bitte, nach dir. Red, komm. Nicht doch. Ich weiß, dass du förmlich darauf brennst. Hey, was wird das denn? Warum? Gleich wird sowas von Red. Nicht bewegen. Macht's nur schlimmer. Aus dir spricht die Erfahrung. Hm? Darüber kannst du auf dem Weg zum Reaktor nachdenken. Okay. Die wiese Musik. Ach Mann, da kann man gar nicht vernünftig hin, Mann. So. Wo genau lande ich hier? Dann irgendwo da unten, ne? Und wieder da hoch irgendwie. Dann gehen wir von hier aus. Nee, wo ist denn das hier? Ich muss sagen, wo ist das Ding denn? Naja, ich hab Buggy. Hm. Wenn ich das so mache, komme ich dann direkt in den Buggy rein. Ja, sowas. Spart uns ein bisschen Zeit. Nicht runterfallen. Ja. So. Bisschen schneller, Leute. Na, Vorsicht. Merkt euch, wenn wir geparkt haben, direkt vor der Tür. So, wow. Ich glaube, ich habe die Handbremse nicht angezogen. Okay. Okay. Na, gucken wir mal. Da ist schon wieder da. Da seid ihr ja endlich. Na, dann können wir ja mit der zweiten Prüfung beginnen. Schon wieder die gleiche Leier. Gut, wie wär's denn dann hiermit? Was ein Riesenvieh! Kaktorios. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich tue nämlich immer hier den Controller abstellen. Und zwar manchmal Genshin und so spiele. Und das blöde Ding ist dann immer die ganze Zeit Geräusche am Machen. Ich habe so ein Gefühl, hier kommen vielleicht ein paar Geräusche, wenn ich hier was mache. Mal schauen. Diese Prüfung nehmen wir. Ich vergesse den mal wieder anzumachen. Okay, er ist. Okay. Meld dich freiwillig. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ich weiß nicht, ob ich das hier gerade rausgeschnitten habe, aber ich habe meinen Controller mal kurz angestellt, ne? Also, dass das Soundeffekte rauskommen, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Informationen oder so waren, aber ich glaube nicht, ne? Es gesellen sich noch viele weitere Kaktoren dazu. Lumi-Kaktoren und Tenebraktoren. Was für den okay, Anti-Heilung, Heiligreich, okay, der Meister der Gegenstände. Ich werde jetzt noch einmal versuchen. Wenn ich das nicht schaffe, mache ich dann ein andermal. Ich weiß ja nicht, ob irgendwann mal ja Geräusche auskommen aus dem Controller, deswegen
bevor ich die verpasse. Ich habe wahrscheinlich schon eine Menge verpasst. So, wie soll ich denn mit Aris hier die? Ja, wie soll ich denn die? Wie soll ich denn die alle erledigen? Ah, oh, die haben mich abgewonnen, das gibt's jetzt nicht. Wie soll ich denn das machen? Ist. Also ich kann sogar physisch. Ich weiß gar nicht, hat sie einen physischen Angriff hat. Das brauche ich Dunkelheit, ne? Ich habe noch 20 Sekunden, was? Ich meine, dein Enthusiasmus in allen Ehren, Aris, aber du bist nicht irgendwie so jemand, der irgendwie ja voll schnell Gegner erledigen kann. Von daher weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll. Muss ich definitiv noch ein paar Mal hier. Warum setzt du nicht? Jetzt ist sie nur noch physisch angefallen. Warte, ich krieg noch nicht mal den ersten hier. Na komm, noch mal. Physisch und magisch. Wie soll ich denn das machen? Okay, auf dir kann ich einfach drauf bonken, habe ich gemerkt. Ne? Ach, komm mal hier. Ja, du sagst, jetzt macht er irgendwie nur noch physische Angriffe. Und Sieg. Vor allem den auszuweichen ist auch nicht so einfach, ne? Haben wir nämlich erwischen, verliere ich Punkte. Warte mal. Also nicht so ein Angriff, womit sie irgendwie so einen kleinen Schmetterling sich hat. Ich tue dir mir ja. Ich verstehe manchmal nicht, wieso sie angreift normal, und wieso sie manchmal mit Magie angreift. Oh Mann. Da kannst du mal, Mädchen. Warum reichst du denn jetzt nur noch physisch an? Ich weiß halt irgendwas mit der Entfernung. Boah. Mein Gott, das hat dämlich. Alter, warum treffe ich den denn nicht? Ah, super. Ja, da muss ich noch ein bisschen lernen hier mit ihr.
Aber das ist ein bisschen schwierig. Wie soll man das denn machen? Irgendwie verstehe ich nicht den Kampfstil von ihr. Warum tut sie denn mal? Ich hab zum ersten Mal gemerkt, dass sie irgendwie physisch angreifen kann mit ihrem Stab. Also ich nehme den. Das ist jetzt endlich mal gut. Das hättet ihr wohl gern. Nein, zwei Teile fehlen euch noch. Zwei fehlen noch. Jetzt geht's also erst richtig rund. Allerdings hätte ich schon gern etwas mehr Zeit, um mir was Hübsches für die Prüfung zu überlegen. Legen wir erstmal eine kleine Pause ein. Ich sag euch Bescheid, sobald ich fertig bin. Brauche also die Kontaktdaten von einem von euch. Wir haben schon alles hier erledigt. Wir müssen ja nur unser Freund werden. Klar. Ich denke, wir sollten es darauf ankommen lassen. Mhm. Okay. Danke. Das wird ein Spaß. Ich melde mich dann. Der wird sich jetzt gleich sofort melden. Die Suche liegt also auf Eis. Im Moment können wir nichts tun, außer zu warten. Er wird sich sicherlich wie versprochen bald wieder melden. Glaube ich aber nicht. Geht bestimmt jetzt sofort weiter. Ne, pass auf. Oder? Oder kann ich echt nicht weitermachen? Oh, kann ich echt nicht weitermachen? Mal hier ein Dickerchen. Okay. Okay. Hier schläft man ungestört. Ruhe ich mal hier aus. Da tut mich jetzt, weil nicht. Er tut mir jetzt gerade so ein bisschen. Weil nicht. Tut mir so ein bisschen die Pläne ja gerade ruinieren, weil ich ja vorhatte heute. Und natürlich darauf an, wie lange das jetzt dauert, ne? Bis das jetzt hier weitergeht, ne? Mittlerweile, was hältst du davon, deine Materie weiter? Na gut, dann nehme ich an, machen wir hier den Kampfsimulator, ne? Also das einzige, was wir noch nicht hier abgeschossen haben, ne? Okay, so. Wir können das hier machen, ne? Kraft. Zum Inneren. So, nehmen wir mal jemand anderen außer Cloud. Ich habe gesehen, Tifa hat irgendwie 247 Angriffskraft. Cloud hat irgendwie 160 oder so. Also, das ist schon ein bisschen krass hier, was hier abgeht. Machen wir mal eine Ladies Night. Heute. Wird schon klappen, ne? So. Oh ja, das sind genau die Viecher, die ich heute bekämpft habe. So, hoffentlich klappt das hier so. Wie gesagt, ja. Oh mein Gott. Man hat ja voll Schaden. So, jetzt pass mal auf, ne? Jetzt kommt er ja an. Na. So viel dazu. Da kamen die anderen Viecher mir aber auch gerade im Weg. So, ich glaube, wir sind anfällig gegen Eis, ne? Da. Spuck sie wieder aus, bevor sie wieder feigt. Ich kann euch mal ausweichen, ey. Weil da blöden Fische noch dazwischen kamen. Okay. Die Musik kommt mir bekannt vor. Die war in einem meiner Intros. Ja genau, hier als man Sophia Weapon gesehen hat, ne? Boah, Leute. So, ihr seid da bestimmt anfällig gegen Gewitter, ne? Alter, schnell. Ist das überhaupt die Schwäche von denen? Diese Flöte liegt von dir. Ich kannst du übernehmen. Lass mir.
Hey, wir bleiben. Da. Oh mein Gott, sind die Nerven. Aua, aua, aua. Lass doch mal. Lass mich mal kurz in Ruhe. Okay. Oh, jemand hat mich geheilt. Dieser jemand war Ares. Sicherheit. Alter, könnt ihr mal stehen bleiben? Wie soll man die denn hier erledigen? So, tue ich das Limit noch behalten? Ja, jetzt heil mich mal. Tifa, Yuffie. Ja, fast. Was war das hier? Hier ist das Maul. Boom. Zieht doch gar nichts ab. Mein Gott. Was hat ihr überhaupt? Kein Problem. Ja, da ist auch völlig die Gegend geflogen. Mein Gott, die war nervig. Na, kommt jetzt. Da, oh ja, das sind die Bosse, gegen die ich gekämpft habe heute, ne? Bosse, also. Ja. Schon sagen, die anderen Viecher waren irgendwie voll schlapp. Ne, das waren nicht die Beine. So, mein Gott, das hat die ganze Zeit funktioniert aufs Spiel. Ha. Ich glaube nicht, dass ich dich hier schnell genug daraus kriege, Tifa. Wo war der Angriff denn jetzt hier? Ja, da war natürlich wieder klar. Ah, ich bin sowas von tot. Aber kannst du mich immer noch verschlucken, auch wenn ich alleine bin? Weil wenn ja, dann ist das ja ganz schön unfair. Boah, ihr blöden Viecher, geht mal weg. Alter. Mein Gott, wie nervtöten die Viecher dann, ne? Alter, ja, was soll ich dagegen machen? Das ist voll unfair. Oh, komm schon, Mann, ey. Aber diese Vertilgen-Fähigkeit ist so unfair, Mann. Ja, wo ich gar nicht erst versuchen, den schaffe ich nicht. Diese blöde Vertilgen-Fähigkeit ist so nervig, ey. Ah. Kannst ja gar nichts gegen machen. Ja, machen wir jetzt nochmal die drei. Also, sobald du einmal runtergeschluckt wurdest, dann kommst du dann immer raus. Und du kriegst auch nicht mal den Charakter raus, irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Also, gar nicht denkt, ey. Oh Leute, ich gehe immer auf einen los, ne? Und dann kommen wir. Oh ne, nicht die Viecher. Ah. Oh nein, diesen blöden Vertilgenangriff kann man auch nicht mit Clouds Konter hier abblocken. Habe ich auch schon versucht. Man muss einfach nur durch die drunter durchrollen, was irgendwie wieder hier nicht funktioniert hat. Was ja wunderbar ist, ne? Oh mein Gott. Weil ich voll ins Gesicht getreten, als er auf mich zugedüst kam. So.
Sag jetzt nicht, diese blöden Würmer wieder kommen, ne? Alles okay. Ja, Bomber, oh Mann. Dein Einsatz steht zu Diensten. So, erst einmal Frost. Aber, aber. Da. Da, nein. Was top? Hast du irgendein Eisangriff? Ich glaube nicht, ne? Na, komm her. So, schaffst du das? Ich war einfach nur so die ganze Zeit, wie sie ja zerstört wird. Aua. Ich box dich. Ja. Ja, ist er gewachsen. Aber. Also eine Beschwerung wäre nicht schlecht gewesen gegen den Sandwurmkampf da. Oh Mann. Nein, nein, danke. Bitte nicht selbst zerstören. Ich habe das genau gesehen. Ich habe mir glaube ich noch Zeit hier das Ding noch mal zu versuchen gleich, ne? So. Wo seid ihr noch mal? Viel Erfolg. Steht zu Dienst. So, ich mach jetzt mal die kleinen Viecher kaputt. Großfisch geht der Kopf nicht los, ey. Okay, natürlich ist. Au! Nein, ich schon wieder sowas. TP-Boost ausgezeichnet. Dann machen wir erstmal den da kaputt, ne? Ey, mal will ich den Angriff gerade einsetzen, ne? Wieder geschockt hat viel. Ah. Also passe ich ein bisschen auf, ja. Okay, der Angriff scheint irgendwie sehr effektiv dahin zu sein. Ah, tiefer. Hau den kaputt. Schau dich. Ja, so. Komm her, Stück. So. Schlagsturm. Boah. So, da war ja auch viel einfacher. Genau so was halt. Oh, die Mädels haben Gesicht. Ich habe FP-Boost bekommen, was ich nicht so wirklich brauche, glaube ich. So, dann habe ich ja hier noch irgendwie was, ne? Hier Bioanalyse auf Leben und Tod. Das haben wir glaube ich schon mal versucht, ne? Ledigen den Gegner innerhalb des Zeitlimits. Muss man gegen so einen Gockel, glaube ich, kämpfen, ne? Mal die drei. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ach du schon, ja. Stimmt. Ah, deswegen habe ich den nicht geschafft. Ich weiß das nicht mehr. Ich brauche mal kurz Analyse. Du hast Analyse, genau. So, leicht resistent, wirksam. Synchro-Fertigkeiten, alles klar. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, wie man Synchro-Fähigkeiten jetzt hier sammelt. So. Ich glaube, diesmal schaffen wir ihn aber, ne?
Sind die Dinger auch? Reichen die auch? Ich glaube, die Dinger reichen nicht, ne? Nein. Lass mich mal. Nicht so, ich muss da so viele Punkte wie möglich mal verballern, ne? Um Synchro-Aktionen hier einsetzen zu können, ne? So, Cloud. Synchro-Fertigkeiten. Ja, ich habe gar nichts mit Yuffie. Nein. Ich zähle auf dich. So, jetzt ungezähmter Aufstand. Mach mal. Ausgezeichnet. Na komm mal, diesmal schaffen wir den. Auf ihn, Leute, auf ihn. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Noch eine Minute für die paar P noch. Dann übernimm. Noch mehr ein Stück. Jawohl. Okay. Er hat die höchste Stufe erreicht, habe ich gerade gelesen. So, kann jetzt nicht sein, dass er hier an diesem blöden, Würmern jetzt hier dran hakt. So, Feintechnik, Selbstzerstörung. Ich benutze irgendwie gar keine Feintechnik. Heilburge benutze ich hin und wieder, ne? Aber so. Jetzt müssen wir das hier nochmal versuchen. Gehen wir mal mit Cloud, Yuffie und ich wüsste, wer hier Eis hat. Ich glaube, Aris hat Eis, ne? Ich glaube, die sind anfällig gegen Eis. Da muss ich jetzt diese Piepmetze da fertig machen, damit die mir nicht auf den Nerven gehen, ne? So. Ich zähle auf dich. Hey, warte, warte. Nein, da wollte ich nicht. Los geht's. Ausgezeichnet. Ja, was ist jetzt mal auf den los? Sehr gut. Volle Kraft. Na, jetzt hab so, du hast Eis, ne? Ah, du Sack. Aha. Ah, jetzt krieg ich den mir nicht raus, ne? Da bist du auch noch am Leben. Okay, Gott sei Dank. Ein anderer funktioniert hat nur nicht, das ist blöde. Okay, ich würde das gerne noch schaffen mit den Viechern, ne? Ich muss dann immer die anderen beiden Kämpfe davor auch noch machen. Oh, nee. Ich bin bereit. Na komm mal auf mich los. Ja, nicht so. Nicht mit mir. Das war's. Ah, Dreck. Ah, da muss ich auch noch gegen die hier. Da will ich eigentlich nicht machen. Oh, okay. Gut gemacht. Verzieh dich. Ah. Ah. Na, aber nervig, die Viecher. Das war einfach ein Angriff. Au. Ja, anscheinend bist du dagegen anfällig. Warum hast du ein Schild auf einmal? Ins Gesicht. Ja, okay, kannst du den Schild mal wegmachen? Also, warte, ich kann jetzt einfach nichts mehr machen, aber cool. Ah. Mal stehen. Zack. Guck mal, wie gut ich bin.
Ich kann ja mal einen Witz versuchen, ne? Also ich habe nicht gesehen, wie du auf mich zugekommen bist. Boah. Er ist aber auch nerviger. Ich habe gerade zu kämpfen. Erstmal wieder gucken, wie er welche angeht. Ah, jetzt geht er wieder. Mach ich das noch mal. Bringt nichts. Ja. Ja. Hey. Warte mal, ihr blöd. Ich hab... Nein. Kannst du mal? Ich übernehme. Muss ich? Na dann. Kein Problem. Komm einfach durch. Komm einfach durch, ja. So, jetzt muss ich diese blöden Würmer da erledigen. Mich hier wieder verschlucken und gegen den ich nichts machen kann. So. Der Wirbelsturm ist nicht schlecht. Ich dachte, da wäre dieser andere Angriff, den ich die ganze Zeit mache. Ich zähle auf dich. Oh, ich muss erstmal die Kleinen hier erledigen. So, genauso. Genauso muss man die ausweichen. Ich krieg die anderen nicht hier getroffen. Ne? Na, jetzt habe ich. Oh Gott. Na, jetzt hat mich der andere hier. Mein Gott, diese Kombination ist ja voll nervig. Ey. Ja, das ist mit der Fisch da reingelaufen. Ja, super. Jemand ist gerade tot, habe ich gesehen. Ich muss mal die Fische priorisieren. So, jetzt ihr. So. Was? Oh. Aber wenn ich damit Juffe nicht raushau, ne? Ja, ich krieg sie einfach nicht mal raus, ne? Cool. So, kann er mich noch? Oh, nee, ne? Okay, auf ein neues. Nein. Okay, er könnte sehr lange dauern, aber ich bin ziemlich sicher, wir könnten das schaffen. Wenn er mich nicht verschluckt, bin ich dran. Okay, ich mach. Okay, macht er nicht, glaube ich. Ich glaube, der macht nur dieses Hervorschießen. Okay. Ja, wenn er nicht mehr verschluckt, kein Ding. Ja, hilf mir aus. Ich bin aber weit entfernt, ne? Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern, aber... Okay. Ja, mach ihn fertig. Keinen kommen! Verzieh dich! Man kann nie wissen... Deswegen ATP-Boost konnte ich gerade einsetzen. Ich bin bereit. Mike. Keine Chance. So, diesmal habe ich geblockt. Verzieh dich. So, oh mein Gott. Ah. Es ist noch nicht. Schmeiß direkt meinen Ball von einer Hand zur anderen. Okay, cool. Haben wir dann abgeschlossen. Ausgezeichnet.
Kraft. Lass mich raten, also meine Stärke, ne? So, dann haben wir Chatleys Kampfsimulator schon mal abgeschlossen. Und ja, ich werde hier noch so random hier durch die Wüste wahrscheinlich rumwandern, ne? Und weil nicht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, man muss hier den Sandriesen ja noch mal treffen oder irgendwie so was, ne? Irgendwas muss man hier noch machen, habe ich so das Gefühl. Deswegen werde ich hier mal irgendwie in Zukunft durch die Gegend rein latschen, ne? So, ich wollte eigentlich nur gucken, ja. Hier, sie hat ein paar AP dazu, bekomme ich nicht, Mann. Sie hat TP, wo es gerade levelt, ne? Sagen wir mal eine neue Materia, ne? Kraft nehme ich mal sehr stark an. So, außerdem nimm du mal hier eine Analyse. So, wir haben, soll ich die hier auch mal ausrüsten für einige? Ich glaube ja, eine Autowaffenfähigkeit, damit die gelevelt werden, ne? Außerdem plus zwei Stärke. Ich glaube, ich sollte mal nach ein paar Sachen umändern, ne? Einfach nur so. Hier kann ich zum Beispiel hier das geben, damit wir keine Erfahrungspunkte hier verschwenden, ne? Man weiß, wie viel von denen wir noch brauchen, ne? Autospezialfähigkeit, das kann nicht gelevelt werden. So, ich habe gerade gesehen, Erstschlag. Oh, Erstschlag ist auch schon voll. Vielleicht soll ich dann mal was anderes geben. Hier ATB. Ich meine, das ist natürlich, weißt du was? Hier Kraft. Perfektes Timing eigentlich. So, was noch? Heilen hat die maximale Stufe erreicht. Aber ich werde ganz bestimmt nicht Heilen von Cloud wegnehmen. Freundestechnik. Freundestechnik gibt einfach zu viele Bonus. Ja, TP, Maximum MP, Stärke und all so weiter. So. Analyse. Er hat Analyse. Automagie habe ich schon alle gelevelt, ne? Ja. Mehr von denen zu haben, als man Charakter hat, ist sowieso sinnlos, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben 7 Charaktere gerade, ne? Von daher, mehr als 7 von jeder Materia zu haben, ist wahrscheinlich nicht so dolle, ne? Heilen, TP-Bus, sieht alles gut aus, ne? Ich will mir noch da sicher gehen, dass wir noch Erfahrungspunkte mit einigen Sachen hier leveln, hier gestärkt hat. Irgendwie benutze ich das nicht. Ich habe noch eine gestärkte Attacke. Ja, meinetwegen. Ja, wir benutzen das aber nie. Ich hau lieber drauf. Kämpfen sind immer so schnell. So fast paced irgendwie. So, sie hat Heilen auf Maximum, aber vielleicht sollten wir ihr mal wieder Beleben geben. Ne? Oh, Luft ist auch bald hochgelevelt. Gebet. Da haben wir doch auch schon einen. Oder? Nee. Muss ich eigentlich gesagt auch nicht. Aber hey, warum nicht, ne? Gut, alles klar. So, dann weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt hier weitergeht, ne? So wie es ausschaut, müssen wir beim nächsten Mal hier schon weitermachen in der Story, ne? Ich weiß, in der Gold Sword sind auch noch so ein paar Sachen, so ein paar Kämpfe übrig, ne, die man machen können. Aber dort lassen wir erstmal noch, ne? Ich glaube, da habe ich noch gerade so nicht geschafft, hier weiterzukommen, ne? Abstecher zum nächsten Makro-Reaktor. Mir wird auch irgendwie nichts angezeigt. Na gut, ich nehme an, die halten mich dann auf dem Laufenden, ne? Wenn das hier weitergeht, ne? Das Coral-Gebiet können wir noch gar nicht abschließen, ne? Gut, außer ich laufe, ich werde sowieso ja noch mal durch die Gegend ein bisschen rumlatschen, ne? Und versuchen, ob ich irgendwie noch was finde, so geheime Gebiete oder irgendwie so was, ne? Hier sieht zum Beispiel auffällig aus, ne? Ich versuche noch mal jeden Winkel noch mal einmal kurz hier abzugehen, ne? Und vielleicht kommt dann hier, ich habe so das Gefühl, irgendwie ich muss ja den Kollegen ja noch mal aktivieren, den Sandkollegen hier, ne? Ich muss ja noch mal finden und irgendwie was auslösen, keine Ahnung. Wäre jetzt so mein
meine Vermutung, ne? Weiß nicht, aber er hat ja irgendwie hier die Nummer hier von Chatley jetzt gerade bekommen, also nehme ich mal an, da wird schon irgendeinen Sinn haben. So, hey, komm mal hier. Warte, ich habe hier gerade was gefunden, ne? Also lass mal, weiß nicht, lass mich dir mal Bescheid geben. Ich gehe mal in dieses Graugebiet da um erkunden, was von mir noch fehlt, auch wenn da nichts ist. Ja. Und dann ja. Ich werde noch ein bisschen hier Cole erkunden, ne, bevor wir weitergehen. Auf Screen. Ich werde die Aufnahme nebenbei anlassen und euch jedes Mal reinschalten, wenn ich irgendwas entdecke, was hier neu ist, was hier irgendwie, keine Ahnung, falls eine Katze nur irgendwie so aufploppt oder was weiß ich, ne? Charaktere sagen irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas passiert, was wir noch nicht kennen. Dann schalte ich euch wieder rein, ne? Aber im Moment. Für diesen Part sage ich, das war's, ne? Und ich chill ja noch mal kurz mit meiner Crew, ne? In der Sonne mit meinem coolen Buggy. Und ja, wir sehen uns dann, keine Ahnung, wenn ich was finde oder wenn wir den nächsten Part starten, ne? Also ja, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.